Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute geht es um den Avocado-Salat. Ich finde den super lecker, er ist super gesund und super schnell zubereitet. Also innerhalb von nicht mal 10 Minuten. Und falls ihr das gerne auch nachmachen möchtet, bleibt gerne dran. Und ich verrate euch, wie es geht. Viel Spaß! Das sind unsere Zutaten. Wir brauchen einfach nur zwei Avocados, 250 Gramm Garnelen, eine Paprika, dann brauchen wir noch Frühlingszwiebeln, haben wir noch hier vorne eine, dann habe ich noch eine Limette, ich habe jetzt noch Fleur de Sel, weil ich das mega lecker dazu finde. Ihr könnt auch natürlich auch ganz normales Meersalz oder normales Salz nehmen. Dann bräuchten wir noch etwas Olivenöl und Koriander und Basilikum. Das war's. Mehr brauchen wir nicht. Wir reden gar nicht so lange drum herum, sondern fangen eigentlich direkt an. Dafür nehmen wir als allererstes die Avocados. Wir brauchen das Fruchtfleisch von innen drin. Dafür nehme ich einfach ein Messer, gehe hier einmal hin und werde sie einmal halbieren. Also einmal drum herum. Nicht wundern, innen drin ist ein Kern, also es kann eigentlich nichts passieren. Dann, wenn ihr einmal drumherum geschnitten habt, dreht ihr einfach auf und dann habt ihr es. Ganz einfach ist es, den Kern rauszubekommen, ohne das Fleisch eigentlich. Ist es nicht schlimm, wenn es kaputt geht, aber wenn ihr es mal haben möchtet, ihr geht einfach mit dem Messer hin, sticht hinein, dreht und zack, habt ihr den Kern draußen. Ihr müsst nur aufpassen, wenn euer Messer scharf ist beim Rausziehen und dann habt ihr ihn. Den werde ich jetzt wieder einpflanzen, denn ich liebe Avocado-Bäume. Ich habe schon zig davon und verschenke die auch wahnsinnig gerne, wenn jemand Geburtstag hat. Also nicht wegschmeißen, denn dafür kann man wunderschöne Bäume züchten. Dies machen wir natürlich auch mit der zweiten Hälfte. Dann nehme ich noch eine separate Schüssel noch mit dazu. Denn dort mache ich jetzt einfach das Fruchtfleisch rein. Dadurch, dass ich die Schalen gerne als Deko nehme, werde ich das Fruchtfleisch natürlich vorsichtig hinausnehmen. Dafür nehme ich einfach einen Löffel und streife einfach hier mit hinein. Und dann gehe ich einfach rum, einmal oben, einmal unten und dann zack in die Mitte. Das geht ganz einfach. Ihr könnt natürlich auch einmal hier so rein, das ist nicht schlimm. Und dann holen wir einfach das Fruchtfleisch raus. Dann lege ich alles auf ein Brett und dann werden wir das erstmal klein schneiden. Richtig schön klein machen, denn es soll ja wunderschöne Stücke sein. Wenn ihr das klein geschnitten habt, einfach wieder zurück in die Schüssel. Dann nehmen wir unsere Limette. Ich werde sie einmal mit meinen Handballen ausrollen. Dann schneiden wir sie auf und werden sie einmal entsaften. Werden wir jetzt über die Avocado-Stückchen geben. Einfach gerade einmal drüber. Schwupp. Dann nehmen wir unsere Paprika. Wir werden sie als allererstes entkernen. Dafür schneide ich einmal den Linien entlang. Ich meine, jeder hat seine eigene Technik. Manche schneiden auch hier oben einfach auf. Die Paprika schneiden wir auch in kleine Stücke. Dafür werde ich sie einmal längs schneiden. Dann lege ich sie einmal rum. Und dann gehe ich einmal drüber. Die können wir auch schon mit zu den Avocado geben.
Ich habe sie jetzt schon mal einmal gewaschen. Schneiden wir einmal runter. Die Frühlingszwiebel werden wir einmal jetzt in schöne, dünne Scheiben schneiden. Ich nehme jetzt schon mal eine größere Schüssel, weil wir das ja später alles vermengen müssen. Und in diesen kleinen Schüssel ist es halt ein bisschen schwierig. Deswegen mache ich alles schon mal in die große. Und ich füge die Frühlingszwiebeln auch schon mit in der Schüssel hinein. Wir nehmen unseren Koriander, werden die Blätter einmal abzupfen und beiseite legen. Einfach gerade grob. Den Koriander werden wir jetzt wunderschön klein hacken. Das werden wir jetzt mit in die Schüssel hinzufügen. Also einfach mit hinein. Als nächstes werden wir eine Pfanne erhitzen mit etwas Olivenöl. Dann werden wir die Garnelen auf beiden Seiten einmal schön anbraten. Wir nehmen unsere Schüssel wieder und währenddessen werden wir einmal ganz kurz umrühren. Dann machen wir das Fleur de Sel hinein. Gerade so ein ganz kleines bisschen. Und wir werden es noch mit Pfeffer verfeinern. Zum Schluss werde ich noch von den Garnelen das Olivenöl aus der Pfanne einfach mit hineinschütten. Jetzt können wir auch schon anrichten. Entweder nehmt ihr eine ganz simple Schüssel, wo ihr das hineinmacht, oder wenn wir es ein bisschen schicker haben möchten, nehmen wir einfach unsere Avocado, die wir ausgehöhlt hatten, machen den Salat mit hinein. Dann nehmen wir noch unsere Garnelen, werden die wunderschön einfach hier oben drauf stellen. Dann nehmen wir noch ein kleines Basilikumblatt und fertig ist unser Gericht. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß beim Nachmachen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und falls ihr gerne etwas Spezielles möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.